Ach so. Heute werden endlich mal wieder ein paar Häuser gefilmt. Das ist auch nochmal wichtig, ne? Die Fettrolle ist auch nochmal am Start. Aber das Wichtigste, meine Freunde, ist natürlich hier für die Haube, ne? Die Perücke, die Haarpracht. So, ohne die können wir die Häuser nicht filmen, ist doch ganz klar. Alarm! Alarm! Hör mal auf, so rumzuzappeln! Erzähl mir mal eigentlich, was du willst von mir! 12 Uhr am Sonntag, Alarm! Legends of Runeterra! Maxim, Solo-Gesang, Daruka und No Way For You. Du kommst jetzt hier mit deinen Sportgeräten angeflattert, Mori, und erzählst mir, dass ich jetzt Sonntag einen Termin habe. Ich hab hier Termine. Häuser pimpen. Auf dem RideGames.de-Kanal, Kalle auf Twitch. Du weißt doch, wie der Lachs läuft. Du bist der Host. Link in der Beschreibung. Kennst den Bums doch. Also jetzt, wo du es nochmal ansprichst mit dem Haus, ich bin ja schon ein guter Fang, ne? Also damals bei den Worlds im Finale auf der Bühne, tausende von Leuten. Wann ist das nochmal? Also Kalle, Sonntag 12 Uhr. Die vier Jungs werden gecoacht und du bist der Ehrenhost. Löbt das oder was? Du musst jetzt pumpen und stärker werden. Pumpen, 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 pumpen. Jawohl! Ja, ja, ja. So. Ja, Mori, jetzt verpisse dich aber mal! Nee, es reicht mir jetzt! Immer kommst du hier reingestürmt in meine Scheiße, du! Da, тогда пока. Ja, mach die Tür zu! Вставай сам, ленивый мешок. Arschloch! Schneid mal raus! Oh, ich hab noch gar keine Haare drauf! Schnell Knopf zumachen, ne? So, jetzt bin ich ohne wieder nochmal Kuschitzki, Alter! So. When the night has come and the light is burned, but the moon is the only light we'll see. Oh, darling, darling, Fab, with me. Oh, Fab, with me. Hallo und herzlich willkommen zurück zu House Slither. Boo, 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 boo. Lange ist es her. Ja, ich hab gedacht, der Kuschinski ist weg vom Fenster, aber no way, Alter. Und ich rede nicht von irgendwelchen deutschen League of Legends Pros oder ehemaligen Pros. Hat er sich nicht letztens das Knie zerrissen oder so? Na, gute Besserung, no way, auf jeden Fall. Sind wir mal wieder back am Start und wir haben heute einen kleinen Spezialauftrag, weil wir sind jetzt hier vor Ort und sollen hier für Mori eine Lasertag-Halle bauen. So, und verstehst du, wie ich meine? Deswegen wollen wir hier natürlich nochmal ordentlich einen aufpimpen. Also, die Leute warten nicht schon so lange auf das Intro. Jetzt hör auf, ey. Ah, Mori will noch irgendwas hinzufügen. Naja. Ey, oh, Mori. Jo, ich stehe hier schon vor deiner Lasertag-Halle. Wie, ich soll da jetzt noch Turngeräte und Fitnessgeräte einbauen? Ich denke, das soll eine Lasertag-Halle werden und kein Fitnessstudio. Ja, gut, ich kann das ruhig schon machen, aber das kostet natürlich on top, ne? Da muss man auch mal ordentlich einen drauflegen, weißt du? Хватит лепетать, ленивая девчонка, и постоянно сутенерствовать у меня дома. Ja, gut, wenn Geld kein Problem ist, dann Abfahrt, ne? Ich mach dir das richtig schön seidig glänzend. Yo, tschüss! Prost, yo, tschüss, yo, arrivederci, yo, yo, bis, yo. Also Mori, die kleine Sportskanone, will jetzt hier natürlich ordentlich einen reinhaben. Aber bevor wir jetzt hier pimpen, müssen wir natürlich nochmal einen raushauen, denn ihr wisst, ihr habt alle vermisst. Alle haben es, alle, jeder wartet den ganzen Tag nur auf diese eine Nachricht, auf dieses eine Intro, das Welten bewegt hat schon, ne? Denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski, Ala. Und ich pimp Moris Hütte. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right.
So, rein ins Gehäuse. So, ich habe jetzt hier ein neues Gerät gefunden. Und ich sag mal so, ich bin ja Feuer und Flamme für meinen Beruf. Und ich soll jetzt hier in den Garten, offensichtlich hat Mori gesagt, also Mori hat mir einen Zettel geschrieben, dann den seht ihr jetzt da rechts. Auf der rechten Seite seht ihr den Zettel, den Mori mir geschrieben hat. Und da steht, benutze Werkzeug Flammenwerfer. Und den will ich auf jeden Fall benutzen. Oh mein Gott, ein neuer Tutorial-Text. Saftig. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Von nun an kannst du alles in deiner Reichweite verbrennen. Sei jedoch vorsichtig, denn neben dem Müll verbrennt der Flammenwerfer auch alles Wertvolle. Alle wertvollen Gegenstände und sogar Gras. Die einzige Einschränkung ist die Kraftstoffanzeige, die auf der linken Seite des Zylinders sichtbar ist. Wenn der Kraftstoff ausgeht, leuchtet die Anzeige rot. Alles im Rot auf dem Boot. Ein weiterer Zylinder ist im Geschäft erhältlich. Wir haben eh Geld ohne Ende, also gönn. So, jetzt habe ich hier diesen Flammenwerfer. Und jetzt würde ich einfach mal einen Feuerspritzer abgeben. Wow! Alter! Hier ist eine Gaskartusche. Was ist, wenn ich eine Gaskartusche... So, ich verbrenne jetzt hier mal ein. Mir ging der Treibstoff im Flammenwerfer aus. Ich muss... Was? Oh, neue Fertigkeit. Voila. Ich habe mich gerade angehört wie dieser Announcer von SpongeBob, ne? So, haben wir jetzt einmal aufgetankt. Ich würde sagen, wir burnen jetzt hier einmal einen drüber, oder? Wir burnen jetzt... Also, wir burnen jetzt hier erstmal den kompletten Garten weg. Das ist ja unnormal belohnt. 20 Minuten später. Ah, Gasflasche. Yo. Und jetzt müsste ich doch hier auffüllen können. Was ist das denn? Ist das die falsche oder was? Oh, hör auf, ey. Wo kaufe ich den denn? Ja. Aber wie kaufe ich den neuen Zeug? Also, nee. Stoff für Flammenwerfer. Aha, da haben wir ihn. Stoff für Flammenwerfer. Wir müssen gerade mal kurz ein bisschen Gas hier investieren, weil wir werden jetzt einiges hier abfackeln. So, wir füllen jetzt hier nochmal auf. Und der ist jetzt komplett leer oder nur halb leer? Naja, wir können jetzt hier auf jeden Fall... Oh! Der hat meine ganzen Gaskartuschen weggeballert, Alter! Was soll das denn? Ich glaube, ich habe eine Schicht zu viel Rasen weggemäht, ne? Ich kriege hier gerade einen Call. Где моя лужайка? Кусок дерьма. Ja, zu viel. Fab to the left, fab to the right. Turn around and break it down at night. Give it all up and burn inside. Fappen ist einfach ehrenreich. Da, 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 da. Da, 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 da. Fappen, fappen, fapp, 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 fapp. Also ganz ehrlich, ich bin da jetzt auch mal wirklich transparent zu euch da draußen. Ich mach mich hier komplett zum Larry. Gut, wir nehmen erstmal den ganzen anderen Müll noch mit. Wie ist das hier mit dem Flamethrower? Jo, den kann ich hier drin auch benutzen. Ist ja Ehre. Gut, die brennen jetzt nicht, ne? Hier kann man auch schon mal den Schrubber gleich... Ah, ne, warte mal. Wir nehmen erstmal den Bunsenbrenner und machen hier den Rest. 6 Stunden später. Und dann läppt der Lachs. Also ich sehe hier schon... Ich sehe hier schon quasi Moris Sportpark. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe den hier schon. Ich habe den hier schon vor Augen. Das wird hier unnormal sportlich. Ich bin nach wie vor der Boss. Ob Plattenbau oder Märchenschloss. Cornflakes mit Wasser oder Sternekoch. Ob Millionär oder obdachlos. Ich bin nach wie vor der Boss. Ich bin nach wie vor der Boss, nach wie vor der Boss. Wir spielen kein Diebspeisimulator. Kalle, kannst du mal Thief Simulator spielen? Nein, kann ich nicht. Da kommen sie wieder alle. Du machst so Hände nach, du machst so Hände nach. Ich bin Kacho de Kaku, Kiki Hello. Kuschinski. Hier sollen wir jetzt natürlich jetzt erstmal einmal ein bisschen was einrichten. Also wir kaufen erstmal alle Möbel und dann ordnen wir das an. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Moderner Küchenstamm mit Spülbecken Andy. Geil, hier kann ich beide Kanäle gleichzeitig gucken. Links schön Hauptkanal. Wann geht's jetzt mal los hier? Was? Oh, geiles was Video. Los? Ja, mit Kochen. Und rechts schön zweiter Kanal. Nein. Ich habe übrigens auch einen zweiten Kanal. Einen zweiten YouTube-Kanal. Kalle Kuschinski, unnormal belohnt. Kannst du mal vorbeiklickern, ne? Link ist in der Beschreibung. So. Ja, herzlich willkommen zurück. Gut, ist ja astreines Programm hier. Was haben wir noch? Eine Kaffeemaschine. Und eine Bunkerlampe. 2 Stück. So, das Gute ist, ich kann hier einfach suchen. Bunkerlampe. 2 Stück. Ach so, die sind...
Also das ist hier echt so eine Hippie-Butze, ne? Wirklich. Ich bin Kalle Kuschinski, ich bin Hauspimper. Ich mache das hauptberuflich. Abonniert den Kanal, macht die Glocken an. Verstehst du, wie ich meine? Katsching, katsching, katsching. Die Kluft, du, wir lassen uns hier Zeit, wir machen das anständig. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Technisch gesehen sind wir mit dem Raum jetzt offiziell fertig. Das ist das, was der Kunde wollte. Aber wir machen es natürlich jetzt nochmal ein bisschen schicker. So, unsere Alpen werden verbrollen. Werden wir uns jetzt hier noch natürlich mal zu Gemüte führen. Hier werden wir schöne 3 Rollen aufhängen. Dann kann man hier, während man wartet, natürlich ein bisschen Zeit vertreiben. Weißt du, wie ich meine? Und das werden wir natürlich auch tun. So, das gleiche geht natürlich hier für da, so, und zack, und ich würde sagen, das sieht doch astrein gemütlich hier aus, ne? Bisschen dezenter, nicht zu viel, da ist natürlich jetzt noch eine freie Wand, das haben wir gleich, schön aus dem MC Thunder 2, Video, ne? Also das muss ich sagen, wer sich das nicht zu Hause in sein Zimmer hängen will, guck dir das an, it's a beautiful thing! So, hier müssen wir überall gar nicht machen. Ich denke mal, dann lassen wir das auch. Aber hier wollen sie auch noch was reinhaben, ne? Also ich muss sagen, wir haben unser Wartezimmer hier unnormal aufgepimpt. Die machen natürlich ihren Lasertech-Kram hier selber noch mit rein. Aber das, der Waiting Fab Room, the Ultimate Fab Waiting Room, the Fab Nation Room. Alter, keine Ahnung, wie man den nennt. Schreibt's mal in die Comments. Wie heißt denn der Raum jetzt? Ist auf jeden Fall Fab-tastic geworden. So, und das Gulli-Ding, na, falls mal was daneben geht. Und ansonsten wollte der Mori natürlich noch ein paar Sachen haben, und zwar zum Trainieren. Und dann werden wir jetzt mal unnormal shoppen gehen, ne? Weil wir haben ja uns hier die 20.000 Tagen verdient, das ist unnormal nice. Würde ich sagen, Hokus Pokus Fidibus. Montier das doch! Montier das! Ja, dann nicht. Ja, Mori! Moment. Ist hier wieder Gras gewachsen. Oh! Oh! Nichts passiert. Ja, Mori, also das ist jetzt hier dein unnormaler Fitnessgarten. Leider ist uns da budgettechnisch gerade ein bisschen was abhanden gekommen. Das kommt vielleicht nochmal nach. Aber du hast hier auf jeden Fall einen unnormal großen Swimmingpool, hier ein krasses Massagegerät und eine Stretchbank. Und ich habe dir nochmal Ehre an die Wand gefappt, an die Wand geschrieben. Und du hast ein Fahrrad. Ja, falls mal einer vorbeikommt, kannst du auch einen wegballern. Das war's von meiner Seite. Ich bin euer Kato de Kalle Kuschinski. Und ich pimp gerne Häuser. Alter, abonniert den Kanal.